Santo! Dass du es wagst, dich mir mit einer altertümlichen Magie entgegenzustellen. Mit einer notorischen Aufrührerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Willst du der König sein? Dass ich nicht lache. Und die Magie unseres Volkes wird für dir doch nur schändlich missbraucht. Denkst du etwa, meine Magie soll die alte Magie unseres Volkes? Du überraschst mich. Meine Magie, mit der ich Schatten beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Hast du schon vergessen? Dieses Tier ist ein Wesen des Lichts. Eines jeder Wesen, die uns so grausam unterdrücken. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt erobern, werden die lichte Welt und das Schattenreich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt. Bist du. Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht. Auch gut. Schicken wir dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Link, auserwählter Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt helfen, die dir die Schatten geraubt haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Twilight Princess. Wir haben in der letzten Folge den Seeschrein erfolgreich abgeschlossen, den letzten Schattenkristall bekommen, aber wie es aussieht, haben wir davon leider nicht viel, denn Santo hat sie uns alle abgenommen. Und irgendwas ist mit uns passiert, denn wir sind in der Schattengestalt, beziehungsweise wir sind noch als Wolf, aber in der Lichtwelt und Midna sieht auch nicht so gut aus. Ziemlich blass, so als hätte das ein bisschen zu viel Licht abbekommen. Und ja, die sind in der lichten Welt. Na gut, ich meine, solange sie uns die Menschen nicht sehen, sollte ja alles okay sein. Nur ist die Frage, werden sie uns sehen oder nicht sehen? Naja. Jetzt haben wir eine klare Aufgabe, wer uns helfen kann, nämlich Prinzessin Zelda.
Also nichts wie hin. In der Hoffnung, dass sie uns helfen kann, wieder unsere Gestalt zu bekommen. Die Musik ist gerade sehr schön. Traurig und doch hoffnungsvoll. Da ist sie, die Stadt. Hallo, alle da? Ich hasse Regen, aber drin habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass heute Nacht doch irgendwas passiert. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, das erklärt, wir sind nicht mehr unsichtbar. Wir sind jetzt ein Wolf. Oh Gott. Wir sind sichtbar. Nichts mehr mit Schatten und wir sind nur Geister. Alle haben Angst vor uns. Solange es keiner angreift. Na gut, ich würde sagen, wir machen einfach mal den direkten Weg rein ins Schloss. Hoffentlich geht das. Hallo? Lass mich rein. Okay, hier ist also kein Eingang. Oh oh. Wie kommen wir jetzt ins Schloss rein? Okay, wir wissen, wir können nicht mit Menschen sprechen. Wir können erstmal nur mit Tieren reden. Das heißt, vielleicht können uns die Tiere helfen. Schrecklicher Regen, da fällt das Treffen heute noch sicher aus. Das Treffen? Huh? Katzentreffen? Vielleicht sollten wir mal an diesem Katzentreffen teilnehmen. Scheint zumindest einer der wenigen Anhaltspunkte zu sein, die wir gerade haben. Na hallo, du bist zum ersten Mal in der Stadt, deshalb suche ich eine Luise, die sich hier wohl gut auskennt. Weißt du vielleicht, wo ich das Wirtshaus finde? Ah, Luise. Die Katze. Im Wirtshaus. Das müsste dann die Katze von Selma sein, ne? Also diese etwas dicklichere Katze. Schauen wir doch mal, ob wir sie finden. Dieses seltsame Haus. Gaza Giovanni. Hier können wir aber nichts machen. Das sieht aber so aus. Wir könnten hier irgendwann mal durchbeuteln. Und guck mal, das Wasser steht hier richtig drin. Sehr schön. Okay, Casa Luise. Ich gehe nochmal gerade kurz. Ja, ist ja gut. Ich bin ein böser Wolf. Ich tue es aber nicht. Ich wollte nochmal gerade kurz hier hochlatschen. Und hier war doch. Hier war, glaube ich, auch noch ein Tier, oder? Sieh noch jemand, der uns helfen kann. Ah, das Ding auf meinem Rücken. Ist mit dem alles klar? Bei dem Soa-Kind hast du es doch auch so gemacht. Geh doch einfach zu Thelma im Wirtshaus. Okay. Ich glaube, der nächste Hinweis, der uns zu Selma führt. Ob sie uns erkennt? Wir müssen unser Glück versuchen. Viel mehr bleibt uns auch gar nicht übrig, weil wo sollten wir sonst noch hin? Okay. Wow, Papa, über die Tür auf hier. Hallo? Was einmal? Was ist los? Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Ah, schwierig. Warte. Stimmt, der Geheimgang ins Schloss. Du bist Link, oder? War mir doch gleich klar. Ich bin Luise. Wir haben uns schon mal in dem Laden getroffen, erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit diesem Auftritt erreichen willst. Wenn du den Menschen so vor die Augen trittst, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Ohoho, schon wieder mit Verletzten unterwegs. Ist das eine Art Hobby von dir? Bitte, wir müssen. Prinzessin Zelda. Kommt hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in das Kellergewölbe des Schlosses. Da links ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen erwischen. Okay. Gut, weil Felmer hat ja auch sowieso schon gesagt, dass es hier irgendwo ein Geheimgang geben muss ins Schloss. Den werden wir jetzt wohl leider nehmen müssen. Wie sonst sollen wir zu Zelda kommen? Wenn sie die Einzige ist, die uns helfen können, oder helfen kann, immerhin wissen wir, sie ist der Nachfahren der sieben Weisen.
Wir dürfen also nicht runterfallen. Was ist das für Geräusch? Oh oh. Ups! Ah, ist ein Wolf, verspielt er los! Oh oh. Okay, ich wollte es mal ausprobiert haben. Ja, Luis, du bist bestimmt sehr enttäuscht, dass wir runtergefallen sind. So, jetzt machen wir aber wirklich mal hier Rally-Dally. Machen wir es mal normal. Wir müssen hier also balancieren. In der Hoffnung, dass uns keiner sieht. Oh, die Eimer. Die Ab. Nein, die scheint wirklich sehr zu leiden. Das sieht auch sehr anders aus, als wir es bis jetzt kennen. Und da unten sitzen sie. Diese Monster auf der Brücke. Man erzählt sich, das hat ein Bekannter vom Thelma erledigt. War das etwa dieser Link, der Thelma und ihre Bekannten Akarigo begleitet hat? Dass es in Hyrule noch solche Kerle gibt, ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Aber nein, der Junge ist gar nicht aus Hyrule. Man erzählt sich, er kommt aus einem kleinen Dorf im Latuan. Du weißt doch, wer die große Stadt nicht kennt, der kennt auch keine Angst. So ist es. Ja? Thelma schien auch nicht so ängstlich zu mir zu erscheinen. Wo sind wir denn hier? Oh, das ist wieder so ein Geist. Ja, aber diesmal sind wir ein Hund und... Wir wissen, als Hund können wir in die Spektralebene sehen. Und können damit jetzt endlich diese Geisterebene sehen. Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Jawohl, und... Wo zum Henker sind wir denn hier gelandet? Ah, hier ist Wasser. Deswegen können wir hier nicht graben, weil es gerade so viel regnet. Oh, danke, dass du den Geist besiegt hast, Clever. Aber ich darf dich doch so nennen, oder? Mich nennt man Giovanni. Ah. Da waren wir tatsächlich von draußen schon. Aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einem Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meinen Freunden kann ich so nicht unter die Augen treten. Und mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich. Meine Bitte an dich, Clever. Kannst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seelen befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühe Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mache dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Eine Supertruhe, juhu! Wenn der Ring aufgehört hat, krabbst du am besten am Katzenplatz ein Loch in die Mauer, um wieder hereinzukommen, okay? Okay. Gut. Wissen wir also Bescheid? Was jetzt endlich mit diesen Geistern auf sich hat, die wir schon ein paar Mal gesehen haben, aber leider nichts dagegen tun konnten, weil wir können sie halt nur als Wolfling sehen. Gut, ein paar auf unsere Liste, da werden wir also auch quasi reinkommen. Aber erstmal Abgang in die Kanäle. Oh oh. Uah. Oh oh. Rattepark! Rattepark! Ich kann im Wasser angreifen. So, Ratten, lass mich mal in Ruhe hier. Jetzt mal gerade ein bisschen kurz wieder einen Blick auf die ganze Situation hier kriegen. In den Seiten kommen wir nicht lang, das heißt ein bisschen... Okay, okay, okay. Oh oh. Oh oh, nein! Abgang! Wuhu! Okay, wir bekommen jetzt also immer mehr mit normalen Gegnern hier zu tun. Das sind ja die Spinnen, die wir schon aus dem Waldschrein kennen. Gucken, ob wir die irgendwie als Wolf auch klein kriegen. Ah, okay, ja, Bittner kann uns gar nicht helfen. Ich wollte gerade die Superattacke machen, aber Bittner kann uns ja gar nicht helfen. So, aber wir wissen ja, was machen wir mit den Dingern hier? Richtig, wir fackeln sie ab. Oh, hier können wir da mal Kerzen anmachen. Ja, beziehungsweise Rauter ranmachen. Oh, ich wollte das nicht wegwerfen. Bleib mal hier. Das sieht aber hier sehr gefährlich aus. Gib her. Ah, ich wollte doch Feuer machen. Ja, ich will immer laufen, wenn ich das habe, aber...
Ich kann ja nicht laufen, wenn ich mal so ein Maul hab. So, das war's. Hier vorne ist ein Weg, der scheinbar aber noch nicht lang zu können. Das sieht zumindest aus, als ging die Tür irgendwann mal weg. Na gut, schnell da hoch, bevor der Ding wieder... Ich sag's auch noch, ne? Und dann geht's aus. So. Komm, Link. Mach hin, die arme Mittner. Hier geht's nicht gut. Wie das hier aussieht, ne? Für die ganzen Säulen hier umgekickt. Komm her! Njam, njam, njam. Okay, die Goblins sind hier auch unterwegs. Wo soll die hierher kommen? Okay, mit denen können wir keinen Faktor machen. Schade. Ich nehme das Hölzchen da mal noch mit. Vielleicht brauchen wir das noch. So bin ich schneller. Komm, wir machen ein bisschen noch schneller hier. Und zack, sind wir weg da. So. Hier müssen wir wohl lang wühlen. Abgang. Immer wir jetzt rauskommen. Ah! Wir sind zurück im Schloss. Das kennen wir ja noch hier, das Gebiet. Allerdings nur eine andere Zeit. Es sah hier noch ein wenig anders aus, nicht wahr? Zurück kommen wir auch gar nicht, weil Link jetzt nicht mehr da runterkrabbeln kann. Also sind wir hier erstmal ein wenig eingesperrt. Ist aber gut jetzt nass geworden hier. Es scheint wirklich ein Dauerring zu herrschen. Hallo! Aua! Dauerring zu herrschen. Würde ist, wir können nicht mal den schnellen Weg nehmen, denn Mittner hat nicht die Kraft dazu. Wow. Also, einmal rauf hier. Abwärts. Langsam. Oh Gott. Das würde ist, ich kann die Kamera gerade nicht so gut drehen, wie ich es gerne hätte. Die können wir nur abkürzen, das können wir auch sein lassen. Ich glaube, ich bin nicht schneller, wenn ich so latsche. Da ist wieder so ein Vieh. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Du kannst mir gerne folgen, wenn du das möchtest. Du kannst aber einfach da unten bleiben. Oh oh. Tschüss. Oh oh. Oh oh oh. Leck oh. Hör drauf da. Das sind Gott sei Dank keine Schützen. So. Puh, da sind wir wieder hier oben. Au. Yummy! Happa happa! Popo beißen! Oh, jetzt scheinen wir hier direkt durchzukommen, denn diese Tür war das letzte Mal tatsächlich verschlossen. Aber was uns in Schloss Hyrule erwartet, oder auf Schloss Hyrule, das hören wir beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und das nächste Mal retten wir hoffentlich Mittner. Bis dann, euer Moscher. Ciao, ciao!